Heute gibt es zwei Pizzarezepte für all diejenigen, die mir geschrieben haben, ja, Samad, ich liebe auch Deftiges und wenn ich jetzt keinen auf Gluten verzichten soll, was kann ich da noch essen? Hier sind zwei leckere, wirklich schnell die kann man sehr schnell zubereiten, Pizzen ohne Gluten. Und zwar, der eine Teig besteht nur aus Leinsamen und gemahlenen Mandeln. Du bekommst gleich auch alle Zutaten. Und der andere nur aus Quinoa und Wasser, ungekochter Quinoa. Was wir jetzt hier machen, ist den Quinoa gründlich waschen mit Wasser und Salz in einem starken Mixer mixen. Wenn du sagst, ich habe aber keinen Mixer, dann lässt du dieses Rezept weg und machst dann das zweite, das ist nämlich ohne Mixer. So, in dem Fall jetzt erstmal einmal durchmixen, bis fast daraus eine Milch wird, also so richtig, richtig schön flüssig alles. Nimmst eine runde Kuchenform, Backpapier und diese Flüssigkeit erstmal da reingeben. Das werden wir jetzt backen. Ihr werdet sehen, das wird ein richtig guter Teig. Also wirklich ein glutenfreier Teig. Schneller kann man selber nicht einen Teig herstellen. Das geht super schnell. So, der wird jetzt für 15 Minuten bei 220 Grad gebacken und danach sieht er so aus. Man muss ganz langsam das Backpapier abziehen. Es wird ein bisschen reißen, ist aber nicht schlimm. Also wenden und dann noch einmal backen. Den stecke ich jetzt nochmal in den Backofen rein. Zweiter Teig, da brauchen wir die Leinsamen, am besten goldene, dann sieht es hell aus. Gemahlene Mandeln, Zitrone, also den Saft der Zitrone, Kümmel, Sojasauce, Knoblauch, Zehe und süßes Paprikapulver. Damit schmeckt es deftig. Wenn du keine Sojasauce hast, lass sie einfach weg. Ja, dann gib Salz da rein. Die schmeckt eher salzig und ein bisschen deftig. Muss aber nicht sein. Ich habe sie vom Rossmann. Du nimmst diesen Teig und mit der Hand ausdrücken. Ihr seht, schöne runde Formen daraus machen mit beiden Händen. Das habe ich jetzt nicht mitfilmen können. Habe kein Stativ. Und auch backen. Hier mache ich jetzt schon mal die Tomatensoße, ganz normal Zwiebeln, Knoblauch, Tomatensoße, die ganzen Kräuter. Wie gesagt, wenn du es genau wissen möchtest, hier ist Lorbeerblatt, findest du es auch nochmal unten in der Videobeschreibung, habe ich ganz genau alles für euch reingeschrieben, was du genau brauchst. Ich habe jetzt hier Basilikum, Oregano, ganz wichtig, Pizzagewürz. Und dann nochmal eine Pfanne mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Öl, mein Lieblingsgemüse reingegeben, klein geschnippelt und jetzt schön am Braten. Jetzt ist alles fertig, Tomatensoße fertig, Teig fertig, Gemüse fertig. Ihr seht, das mit den Leinsamen ist sehr knusprig geworden, der Teig. Der andere ist ein bisschen weich, aber es ist in Ordnung. Und jetzt können wir einfach nur belegen. Tomatensoße drauf, Gemüse drauf. Wer mag, kann es mit Käse nochmal belegen. Ich mag das jetzt nicht so gerne. Ich mag schon, aber wegen der Figur sage ich, hör auf mit Käse und Tierleid und so. Ab in den Backofen und nochmal backen. Wer Käse ersetzen möchte, du kannst auch Mandelmus nehmen. Mandelmus mit ein bisschen Kräuter, ein bisschen Würzen. Man kann es kochen, mit Wasser mischen und dann da drauf tröpfeln. Dann hast du auch nochmal deinen veganen Käse. Fertig ist die Pizza. Und ich sag euch, ihr Lieben, mein Mann und ich haben die beiden gegessen. Wir haben nicht alles geschafft. Bei diesem Rezept wirst du sehr schnell satt, weil einfach kein Weizenmehl drin ist. Weizenmehl sorgt dafür, dass das Blutzucker direkt in die Höhe schießt. Man die gesamte Pizza isst und dann nochmal Hunger auf mehr, aber da waren wir satt und kein Hunger mehr auf was anderes. Tolles Rezept, gerade jetzt an Ramadan, wenn du es nachmachen möchtest. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn du mehr Rezepte wünschst und wenn dir das gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.